Ja, hallo zusammen. Als nächstes müssen wir uns die Stetigkeit bei multivariaten Funktionen ansehen. Und das machen wir jetzt nicht sonderlich formal, sondern wir gucken uns das nur mal kurz anschaulich an. Ja, wir haben eine Funktion f gegeben, wo der Definitionsbereich a und der Wertebereich b sein soll. Und wenn ich jetzt n Variablen habe, dann ist der Definitionsbereich eine Teilmenge des n-dimensionalen Raums. Und wenn es eine reellwertige Funktion ist, ist der Wertebereich b ein Teil der reellen Zahlen. Ja, und die Funktion, die heißt jetzt stetig in einem Punkt klein a aus dem Definitionsbereich groß a. Wenn jetzt Folgendes erfüllt ist, wenn der Grenzwert, wenn x sich a annähert, von f von x gleich f von a ist. Also egal, welche Folge von Punkten im n-dimensionalen Raum im Definitionsbereich ich mir angucke, die sich dem Wert a annähert, also dem Punkt a im Definitionsbereich annähert, die zugehörigen Funktionswerte, die müssen sich dem Funktionswert an der Stelle a annähern. Ja, zeichnen wir das mal auf. Im dreidimensionalen, also wenn wir zwei Variablen haben und die dritte Richtung, zeichnen wir die Funktionswerte ein. Und ja, jetzt zeichne ich mal hier so ein paar gestrichelte Linien, da kann man sich besser vorstellen, wie das so perspektivisch aussieht. Also ich habe hier vielleicht den Graphen der Funktion. Ja, zeichnen wir den mal hier in grau ein. Das hier ungefähr soll der Graph der Funktion sein. Und dann gucken wir uns an einer bestimmten Stelle, an dieser Stelle a, den Funktionswert an. Der wird dann hier vielleicht f von a sein. Und dann ist es jetzt egal, mit welcher Folge von Punkten wir uns hier dem Wert a annähern. Also zum Beispiel mit dieser Folge von Punkten könnten wir uns dem Wert a annähern. Die zugehörigen Funktionswerte, die werden hier so liegen, die nähern sich dem Funktionswert an der Stelle a an. Wenn das immer gilt, egal wie ich mich jetzt dem Wert a annähere, mit welcher Folge von Punkten, die zugehörigen Funktionswerte müssen sich dem Funktionswert an der Stelle a annähern. Ja, soweit zur Definition. Und jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an, wo die Funktion nicht stetig ist. Und zwar zeichne ich das auch wieder auf für eine Funktion mit zwei Variablen. Und da gehen wir mal davon aus, dass in diesem Bereich des Definitionsbereichs hier der Funktionswert konstant gleich 0 ist und dass er dann an dieser Kante hier auf den Wert 1 vielleicht springt. Das heißt, da haben wir dann immer diesen Funktionswert. Ja, zeichne ich den Graphen auch wieder in grau hier rein. Das heißt, hier ist überall der Funktionswert 0 und hier ist er dann irgendeine Zahl größer als 0, zum Beispiel 1. Und wenn wir jetzt einen Punkt haben, der genau auf der Kante ist und sagen wir, die Kante gehört schon zu dem Bereich, wo der Funktionswert größer als 0 ist, dann kommt es doch darauf an, wie ich mich dem Wert a annähere. Wenn ich mich jetzt hier irgendwie mehr so von links dem Wert a annähere, dann sind die zugehörigen Funktionswerte, die nähern sich dann dem Funktionswert an der Stelle a an. Und wenn ich mich aber von rechts dem Funktionswert irgendwie mehr oder weniger annähere, dann ist der Funktionswert immer gleich 0. Und da ist dann der Grenzwert, wenn ich mich da so aus der Richtung, wo die Funktionswerte 0 sind, irgendwie dem Wert a annähere, sind die Funktionswerte alle 0. Und an der Stelle a springt der Funktionswert dann auf 1 oder auf irgendeine positive Zahl. Also sowas darf nicht vorkommen, solche senkrechten Abstürze, die dürfen nicht vorkommen. Dann ist die Funktion nicht stetig in diesem Punkt a. Ja, und das ist jetzt erstmal wieder die Stetigkeit an nur einer bestimmten Stelle gewesen. Und wenn jetzt die Funktion stetig in allen Punkten des Definitionsbereichs ist, dann sagt man, die Funktion ist stetig. Ja, das können wir auch noch kurz aufschreiben. Also f heißt stetig, wenn f stetig in allen Punkten a aus dem Definitionsbereich groß A ist.
Ja, also das ist wieder die Stetigkeit, wie wir das auch bei Funktionen einer Variablen schon kennengelernt haben. Das gilt erstmal an einer bestimmten Stelle, an dem Punkt klein a, und wenn das in allen Punkten des Definitionsbereichs gilt, dann ist die Funktion stetig. Dann sagt man einfach nur, f ist stetig, und sonst sagt man, f ist stetig an einem bestimmten Punkt a. Ja, also was nicht vorkommen dürfen, sind solche senkrechten Abstürze, wie wir das in dem linken Bild sehen. Wenn die Funktion mehr oder weniger glatt ist und da irgendwie keine Sprünge in dem Graphen der Funktion drin sind, keine so senkrechten Abstürze, dann ist die Funktion stetig. Ja, und das werden wir manchmal voraussetzen müssen, damit bestimmte Methoden funktionieren, und deswegen mussten wir uns das hier mal kurz wenigstens anschaulich angucken. Ja, so viel zur Stetigkeit. Bis bald.